So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa Source. Ja, das Spiel muss ich gerade erstmal wieder fangen. Ja, hier gut, jetzt läuft's. Okay, gut. Und das letzte Mal haben wir ja hier das Warnsystem wieder in Gang gebracht. In Gang. Ja, aktiviert halt. Ja, komm. Und ja, da oben haben wir noch unseren Kollegen. Gut, dass du einsiehst, dass du nicht zu gebrauchen bist. See you in there. Juhu, und Vollgas mit Spaß voran. Entschuldigt, wenn ich vielleicht ein bisschen mich öfter so räuspern muss. Oder wenn ich. Moment, jetzt gleich kommt doch eh, glaube ich, Ladedaten, oder? Hey, it's Freeman, right? Hold up a sec. One of your scientist pals said they give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. You said something about a Lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Warte, da vorne ist ein Kollege. Okay, gut, dann willst du nichts mit deinen Kollegen zu tun. Entschuldige, wenn ich mich heute ein bisschen öfter so räuspern muss oder ich ein bisschen verpeilt rüberkomme, aber. Wir haben gerade, auch sieht man so oben in der Ecke, wie viel Uhr wir haben. 7 Uhr morgens. Deswegen bin ich ein bisschen verschlafen, vielleicht noch. Aber es ist ja nicht schlimm. Das schneide ich jetzt gleich wieder raus. Moment, ich muss nur aufschreiben. Im Moment, die letzte Zeit werde ich sowieso nicht rausschneiden. Weil ich. Ja, das sowieso jetzt zugelabert habe. Die Ladezeit. Oh, geil. Das ist ein super geiles Lied. Das höre ich auch privat. Ja, ich habe mir den Black Mesa Soundtrack runtergeladen. Den kann man sich auf der Website kostenlos runterladen. Und ich muss sagen, das ist ein super cooles Lied. Na, hier unten räume ich erstmal auf, würde ich mal sagen, ne? Auf Schienen. Irgendwie ist eine Headcrab-Crew nicht drauf. Ah, gut Leben. Ich habe gesehen, bei manchen Leuten gibt es diesen Bug gar nicht, dass die Leichen im Boden verschwinden. Das Spiel irgendwas gegen mich. Hier war noch Munition für meine Shotgun. Ja, habe ich mir schon gedacht, das geht nicht. Ja. Hallo? Naja, egal. Ich hätte vielleicht meinen PC mal neu starten sollen, weil der läuft jetzt auch schon eine ziemlich lange Zeit. Und ich habe immer mal so ein paar kleine Frame-Einbrüche auf 25 runter. Wichser! Auch cool, immerhin hält das Ding an. Das ist mitgedacht, weil ich jetzt, man muss den Hebel gedrückt halten. Das erklärt zwar nicht, warum man die Shotgun. Warum man die Shotgun noch bedienen kann. Ach, egal. Munition. Habe ich voll. Glaube ich, oder? Ja, 150 war das Maximum. Ich denke mal, die Leiter ist nur dafür da, dass wenn man runterfällt, man da auch wieder hochkommen kann. Und jetzt mit voller Geschwindigkeit geradeaus. Übrigens, wenn man bei Google Sonnenaufgang heute eingibt, dann sagt er einen, um wie viel Uhr die Sonne heute aufgeht. Finde ich geil.
Ah, mal wieder eine Unterbrechung gesehen. Jeder meiner Aufnahmen reingehört. Okay, hallo. Okay. Lüftungsschächte sind nicht verwendbar, schade. Ja, wir haben auch einen coolen, supergeilen Revolver. Konnten wir ihn nicht irgendwie abbiegen? Ging das nicht irgendwie? Ach, egal. Nee, Moment, Moment, Moment. Es will getestet sein. Ich meine, so eine Lüftung schafft ja auch nicht sehr viel Action in seinem Leben. Warum fährst du nicht zurück, Mann? Du fährst jetzt ohne mich weiter, nein. Gut. Ich will es jetzt alles hier mal ein bisschen erkunden, aber das scheint auch wirklich nur so ein Nebending zu sein. Ja, die sind nur Dekomüll. Gibt es, glaube ich, auch einen Wikipedia-Eintrag zu Dekomüll? Ich will ja nichts sagen, aber. Wow! Bremst automatisch. Und jetzt? Okay. Ah, ich glaube, ich verstehe. Wir haben gerade den Schalter gedrückt. Und der hat Strom aus dem Wasser rausgeholt, weil wie ich es meine, war hier doch vorhin Strom drauf. Jetzt können wir hier. Können wir? Ah. Können wir hier diese coolen Steckerrätsel aus Half-Life 2 machen, da vorne wieder Strom drauf tun und das hier verwenden. Puh, Mann. Mann. Puh, Mann. Moment mal. Oh, okay. Oh, Mann. Warum komme ich da eigentlich nicht rein? Was ist das? Hallo? Fuck, Mann. Blub. Okay, war jetzt recht auffällig. Funktioniert die Tür? Nein, okay. Wo bin ich jetzt hier? Ah, Hilfe! Hä? Funktioniert die Tür? Ja, die funktioniert. Wäre auch mal ein Testwert, ne? Da unten erwacht mich jetzt, glaube ich, dieses eine Vieh, was wir schon gesehen haben. Habe ich es abgeknallt oder lebt es noch? Death. Irgendwie kommt mir das Spiel so ein bisschen dunkel vor. Hier, 100%. Kann man hier noch was drücken? Ja, kann man. Hey, der Ventilator ist an. Und der ist unzerstörbar. Cool. Munition für meinen Shotgun. Mann! Ich treffe auch nur mal so eine halbe Sekunde zu spät.
Und dann schieße ich nochmal extra aus in Lust drauf. Kurve. Brauchst du mal eine krasse Kurve? Nee. Okay, fahr alleine. Ich weiß nämlich, dass es aus dem, also im Originalspiel gab es ja noch ziemlich viel Zeug zu holen. Ja, da fährt das. Und da oben sind Türme. Laserminen waren noch blau, oder? Ah! Wo habe ich mich gerade erschrocken? Da vorne war... Okay. Ah, Oh Gott. Puh. Okay. Die ziehen aber ganz schön viel Rüstung. Die Laserdinger. Na gut, hier gibt es auch direkt wieder Leben. Aber ich meine, Rüstung gibt es hier nicht. Nee, schade, gut. Okay, oh, kann ich hier auch direkt speichern? Und meine Lieblingskanal wieder laden und Ladedaten, das schreibe ich mir direkt wieder auf. Boah, Mann, lädt das lange. Ach, Mann. Ich glaube, das ist die, glaube ich, die beste. Aber gibt es da hinten vielleicht noch Loot? Ja, Loot ist irgendwie ein doofes Wort dafür. Habe ich da Soldaten gehört? Fuck your arm, Bro. Oh Mann, die Rüstung geht viel zu schnell weg. Okay, aber ich glaube, da vorne lagen, glaube ich, noch. Ja, Medipakete. Blub. Was gibt's hier? Hallo? Auf der anderen Seite? Noch einfach ignorieren. Ah, cool, Munition. Ups. Ups, jetzt habe ich automatisch eine Granate, außersehentlich eine Granate reingeworfen. Dieses Gewehr hört sich wieder ein bisschen. Boah, mich nervt dieser Bug, dass die im Boden verschwinden. Anscheinend habe ich auch nur ich den bekommen. Aber ich bin auch zu voll, das Spiel neu zu installieren. Oh, der hält zwei Schüsse aus. Hier drin seid ihr nicht vertreten, oder? Das hebe ich mir für später auf. Oh. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Penner? Deine Mutter ist ein Penner. Danke für die Munition. Ich glaube, das hat ihr ein bisschen überrascht. Den Schränken gibt's. Oh!
Ich wiederhole nochmal die Szene von gerade eben. Ich glaube, es hat ihn ein bisschen überrascht. Nachladen, Dr. Freeman. Ja, am Arsch kannst du mich mal. Mann, scheiße, haben die mir viel abgezogen. Habe ich getroffen? Hm, sieht ganz gut aus. Bam. Kill confirmed. Ja klar. So, will noch einer was? Tja. Ne? So einfach kann's gehen. Was zur Hölle? Bestimmt wieder nur Dekomüll da oben. Das ist schon das Lambda-Zeichen. Wow, wow, wow. Von wo? Ihr habt ihr es euch denn verdient, mich besuchen zu dürfen? Und geht's mein... Mann, fick! Geht's meinen Kollegen gut? I'm ready. Let's do this before I lose my nerve. Ach man, der hätte mir folgen können und als Opfer dienen können. Verdammt. Oh cool, meine Lieblingskisten. Mit Alice Packs aus Daisy. Und ich sehe gerade, ich mache ein paar zu lang. Deswegen sage ich mal hier, schau Leute, ich hoffe, es hat euch bisher gefallen, war jetzt eine verschlafene Szene, aber naja, egal, dafür habt ihr etwas länger Unterhaltung bekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, tschüss.